GrubberStar betritt die Gaming-Bühne mit der Mercury Gaming Mouse. Falls du bereits mit GrubberStar vertraut bist, hast du wahrscheinlich schon ihre Sci-Fi-designten Audiogeräte wie die Supernova Speaker, die Sirius Pro Metallkopfhörer oder die P5 Kopfhörer mit ihren stylisch wechselbaren Gehäusen gesehen. Und jetzt wagen sie sich mit der Mercury Gaming Mouse ins Gaming-Segment. Die große Frage lautet, ist sie gut? GrubberStar hat mir diese Maus freundlicherweise zum Testen zukommen lassen. Also habe ich nicht für dieses Gerät bezahlt. Aber ich wurde auch nicht für mein Review bezahlt, also bekommst du meine ehrliche Meinung zur Mercury Gaming Mouse mit allem Guten und allem Schlechten. Los geht's! Das erste, was ins Auge fällt, ist das Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, das meiner Meinung nach ziemlich schick aussieht. Ich würde es als metallisches Exoskelett mit einem beleuchteten Innenbereich bezeichnen. Doch das ausgeschnittene Design geht über Äußerlichkeiten hinaus. Es erfüllt auch einen Zweck und erlaubt eine effiziente Wärmeableitung während deiner Gaming Sessions. Und natürlich reduziert es auch das Gewicht. Die Designer von GrubberStar haben offensichtlich nach einer guten Mischung aus robuster Haltbarkeit und leichter Agilität gesucht. Die äußere Hülle sieht wirklich aus wie ein offenes Strebengerüst, das eine winzige Maus im Inneren beherbergt. Beim Berühren fühlst du diese kühle metallische Oberfläche anstelle von billigem Plastik. Aber am besten finde ich die farbigen LEDs im Inneren. Sie bringen eine sehr stilvolle Atmosphäre und lassen das gesamte Gerät einfach fantastisch und irgendwie lebendig aussehen. Ich denke, die LEDs verleihen der Mercury Mouse tatsächlich ihre eigene Persönlichkeit. Wenn sie an eine Steckdose angeschlossen ist, atmet sie in Rot oder Grün. Bei einer Datenverbindung zeigt sie dann richtig, was sie mit RGBs kann und zeigt dir konfigurierbare visuelle Effekte. Im Wireless-Modus spielen die LEDs dann verstecken. Sie schalten sich aus, sobald ich die Maus bewege und leuchten dann wieder auf, wenn ich stehen bleibe. Es ist nur ein kleines Gimmick, aber ich finde es wirklich nett gemacht. Ein herausragendes Merkmal, das ich an der Mercury Mouse wirklich schätze, ist ihre Flexibilität in der Konnektivität. Egal, ob ich Bluetooth oder einen drahtlosen USB-Dongle oder ein Kabel benötige, die Mercury unterstützt alles. Tatsächlich verwende ich alle drei Verbindungen gleichzeitig. Bluetooth für meinen Mac, den USB-Dongle für meinen PC und das Kabel für latenzfreies Spielen, wenn es darauf ankommt. Alles, was du tun musst, ist den kleinen Schalter entweder auf Bluetooth, kabellos oder Kabel zu bewegen. Wenn ich also sage, dass ich alle drei Modi gleichzeitig nutze, meine ich natürlich das nahtlose Wechseln zwischen den Computern ohne Bluetooth erneut zu verbinden oder den Dongle zu bewegen. Alles kann so bleiben, wie es ist und ich benutze einfach den Schalter. Das Herzstück jeder Gaming-Maus liegt natürlich in ihrem Sensor. Und die Mercury Maus ist mit einem PAW3395-Sensor mit 26.000 dpi und einer Polling-Rate von 4 kHz ausgestattet. Um ehrlich zu sein, kenne ich mich nicht allzu gut mit Maussensoren aus, aber diese Art von Empfindlichkeit ist wahrscheinlich mehr als du jemals benötigen wirst. Ich benutze diese Maus jetzt seit einer Woche und mit dem Sensor hatte ich noch keine Probleme. Für RGB-Enthusiasten könnte die Beleuchtung der Mercury Maus das wichtigste Feature sein. Satan says you need more color. Dank seiner Lightsync-RGB-Beleuchtung kannst du sie so anpassen, dass sie zu deinem Spiel oder zu deinem Schreibtisch-Setup oder zu deiner Laune passt. Sie bietet dynamische Beleuchtungsoptionen wie Color Flow, Monochrome Breathing und Mixed Color Breathing an. Und wenn du die Beleuchtung wirklich personalisieren möchtest, dann lade einfach die App von der GrubberStar Website runter und stell die Beleuchtung so ein, dass sie zu deiner Stimmung passt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war die Software für die Anpassung auf der Website noch nicht verfügbar. Deshalb hatte ich noch keine Gelegenheit, diese Funktion tatsächlich zu testen. Bei GrubberStar geht es immer auch um Stil und in der Vergangenheit habe ich tatsächlich viele kritische Kommentare bekommen, die mir sagten, dass GrubberStar zu viel Wert auf das Styling legt. Aber ich denke, das ist ihre einzigartige Positionierung auf dem Markt. Die Zielgruppe sind Sci-Fi-Enthusiasten, die einfach wollen, dass ihre Ausrüstung so aussieht, als würden sie direkt aus einem Sci-Fi-Comic kommen. GrubberStar gibt Gamern volle Kontrolle über 5 von den 6 Tasten der Maus. Die Software ermöglicht die Zuweisung von Makros, die Umkonfigurierung von Tasten und Anpassungen, um sich an individuelle Spielstile anzupassen. Laut Datenblatt ist nur die linke Taste nicht für Anpassungen offen. Insgesamt haben wir also 6 Tasten mit 2 vorne, eine am Rad, eine hinten und 2 an der Seite. Das ist nicht umfangreich, reicht aber für die meisten Spiele locker aus. Die Schalter stammen von Omron und haben eine ungefähre Lebensdauer von 50 Millionen Klicks. Die großen Tasten können mit sehr geringem Druck am äußeren Ende betätigt werden und benötigen mehr Druck in der Nähe der Mitte des Gehäuses. Falls dir das Klickgeräusch wichtig ist, hör genau zu. Das minimalistische Tastensetup passt für mich perfekt. Ich muss kein Geld für zusätzliche Tasten ausgeben, die ich eh nie benutze. Wie sieht's bei dir aus? Wie viele Tasten brauchst du für deine Spiele? Schreib es mir in die Kommentare. Die Mercury Maus ist mit einem 400 mAh Akku ausgestattet, der mit 5 Volt und 450 mAh geladen werden kann und in nur 1,5 Stunden vollständig aufgeladen ist. Mit einer drahtlosen Übertragungsdistanz von über 10 Metern sollte es auch keine Entfernungsprobleme mit deinem Setup geben. Im drahtlosen Modus reicht die Batterielebensdauer bis zu 100
146 Stunden, während du im Bluetooth-Modus 200 Stunden Nutzungsdauer mit einer einzigen Ladung rausholen kannst. Es gibt nur eine Sache, die mich ein wenig an der Maus stört. Zunächst scheint es, als könnte sie sowohl für Rechts- als auch Linkshänder funktionieren, weil sie so symmetrisch geformt ist. Aber es stellt sich heraus, dass sie doch nur für Rechtshänder konzipiert ist. Die beiden Daumentasten sind super praktisch für die rechte Hand, aber für Linkshänder ist es etwas umständlich, den kleinen Finger benutzen zu müssen. Und du kannst die Haupttasten nicht tauschen, sodass Linkshänder sie nicht wirklich genauso wie Rechtshänder benutzen können. Vielleicht denkt Grubberstar in Zukunft darüber nach, eine linkshändige Version herauszubringen, aber im Moment ist sie definitiv mehr für rechtshändige Spieler geeignet. Was ist alles in der Box? Show me what's in the box, please. In meiner Box hatte ich natürlich die Maus, den USB-Dongle, ein USB-Kabel, ein USB-A-auf-C-Adapter, ein Benutzerhandbuch und dieses Ding. Aber ich weiß nicht wirklich, was es ist. Es hat einen USB-C-Anschluss, aber es passiert nichts, wenn ich es mit dem PC verbinde. Es wird auch nicht im Handbuch erwähnt. Außerdem glaube ich, dass das eine Vorabversion der Maus ist und die Box nicht komplett ist, da offiziell die Box auch Fußpads und eine Signaturkarte und Anti-Rutsch-Aufkleber und ein Reinigungstuch enthalten sollte. Und all das fehlt in meiner Box. Aber die Liste enthält auch einen 1K-Receiver und einen 4K-Receiver. Vielleicht soll das hier auch ein USB-Receiver sein? Wenn du weißt, was das ist, schreib es mir bitte in die Kommentare. Ich weiß es wirklich nicht. Solltest du ein Gearhead wie ich sein und mehr Inhalte zu Technik, Tools und Gadgets sehen wollen, solltest du diesen Channel hier abonnieren, sodass du kein Update verpasst. Aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ist die Mercury Gaming Maus ihr Geld tatsächlich wert? Würde ich die Mercury tatsächlich kaufen? Das ist eine Kommt-auf-dich-Anfrage. Well, that depends on you. Persönlich stehe ich total auf Sci-Fi-Design und diese auffälligen LED-Geräte auf meinem Schreibtisch sind der Hammer. Und deshalb bin ich auch ein großer Fan von Grubberstar. Ich habe bereits einiges von Grubberstar auf meinem Tisch und die Mercury Maus passt da einfach perfekt rein. Die Mercury selbst ist eine ziemlich solide Maus. In der Zeit, die ich sie jetzt benutze, bin ich auf keine größeren Dealbreaker gestoßen, solange du Rechtshänder bist. Sie liegt gut in der Hand, bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten, hat ein paar programmierbare Tasten und eine schnelle Reaktionszeit. Also tut sie im Grunde, was sie soll. Wäre ich jedoch Linkshänder, würde ich das wahrscheinlich anders sehen. Are you left-handed? Aber es gibt eine entscheidende Frage, die wir noch beantworten müssen. Schlägt sie andere Gaming-Mäuse? Solltest du deine schicke Logitech G502 Lightspeed gegen die Mercury eintauschen? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Mercury versucht, mit den großen Playern wie der Razer Cobra Pro oder den Spitzenprodukten von Logitech zu konkurrieren. Wenn du also bereits eine davon benutzt, könnte der Wechsel zur Mercury sich wie ein Downgrade anfühlen. Es sei denn, du suchst speziell nach dem einmaligen Sci-Fi-Design. Wenn du allerdings so wie ich den Sci-Fi-LED-Designs nicht widerstehen kannst oder auf der Suche nach einer coolen Gaming-Maus bist, ohne dein Budget zu sprengen, dann ist die Mercury tatsächlich eine gute Wahl. Und um dir einen Einblick in mein persönliches Setup zu geben, ich habe beschlossen, die Mercury als meine Gaming-Maus zu verwenden, während ich meine treue Logitech MX Master 3 nur noch fürs Video-Editing im Einsatz erhalte. Für mich passt das gut. Und für dich, der bis zum Ende durchgehalten hat, habe ich auch noch einen Rabattcode. Falls du planst, die Mercury zu kaufen, findest du den Link in der Beschreibung. Und wenn du vor dem 22. Januar bestellst und meinen Promocode FUN benutzt, bekommst du 20% Rabatt und ein kostenloses Mauspad. Und falls du später bestellen solltest und diesen Channel unterstützen möchtest, füge ich auch noch meinen Affiliate-Link bei Amazon hinzu, über den ich dann eine kleine Provision verdiene. Ohne dass dir zusätzliche Kosten entstehen natürlich. Thank you for the cookies. Was denkst du? Welche Informationen fehlen? Würdest du diese Maus kaufen? Oder hast du sie vielleicht bereits gekauft? Ich möchte wirklich Feedback von dir hören. Also hinterlasse mir unbedingt einen Kommentar und lass es mich wissen. Apropos Gamer Gear. Hast du schon einmal von der Phasma-Maske gehört? Es ist eine schalldämmende Maske, die es dir ermöglicht, beim Spielen zu schreien, ohne deine Familie aufzuwecken. Du kannst mein ausführliches Review hier sehen.